Moin, willkommen in Potsdam. In diesem Video geht es um die Straßenbahntriebzüge des Typs Stadler Variobahn. Diese Fahrzeuge wurden von Stadler an viele Straßenbahnbetriebe geliefert. In diesem Video seht ihr Aufnahmen aus Potsdam, Graz und Mainz. In Potsdam an der Zeppelinstraße fahren die Straßenbahnen auf einer separaten Trasse neben dem Kraftverkehr. Die Trasse wird auch von Bussen mitbenutzt. Es folgen nun Aufnahmen aus der Innenstadt. Die nächsten Aufnahmeorte sind an der Langen Brücke und am Platz vor dem Potsdamer Hauptbahnhof. Hier erreicht eine Straßenbahn die Endstation am Bahnhof Potsdam-Rehbrücke. Als nächstes seht ihr Aufnahmen aus Graz in Österreich. Zuerst aus der Grazer Innenstadt, danach vom Tunnel unter dem Grazer Hauptbahnhof. Die Variobahn ist ein Fahrzeug mit einem modularen Konzept. Die Fahrzeuge können ganz nach Wunsch des jeweiligen Verkehrsbetriebes zusammengestellt werden. Alle drei Betriebe in diesem Video besitzen fünfteilige Fahrzeuge für den Einrichtungsbetrieb. Thank you.
Auch die Mainzer Verkehrsgesellschaft setzt Variobahnen ein. Allerdings fahren die Straßenbahnen in Mainz auf Meterspur, während Potsdam und Graz normalspurige Straßenbahnnetze haben. Hier sehen wir eine Bahn in der Nähe des Stadions am Kisselberg. Es folgt eine Aufnahme bei der alten Waggonfabrik. Ein schöner Standort ist bei der Inselkirche in Mainz-Gonsenheim. Die Straßenbahnen fahren auf beiden Seiten der Kirche vorbei. Wir sehen diese Stelle auch bei einer Mitfahrt. Mit diesen Bildern sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.